Hallo zusammen, ich habe euch heute zwei Batterien. Diese Batterie habe ich ausgetauscht gegen eine solche Batterie in einem Lastrada aus einem Wohnmobil. Was ist das hier? 47 Kilo. Das hier 17 Kilo. Der Kasten ist genau gleich groß. Abmessungen ist gleich groß, es ist sogar der gleiche Kasten. Das hier, da habe ich schon ein paar Videos gemacht über, das ist unsere Lithium-Batterie, also Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Das Datenblatt verlinke ich euch natürlich logischerweise unten drin. Und das hier ist eine Banner-Scheel-Batterie. Da zeige ich euch hier jetzt kurz das Tippenschild. Ich hoffe, man sieht das Tippenschild, was das für ein Modell ist. Bei dieser Batterie hier, das ist eine Scheel-Batterie von Banner. Eine Langzyklen-Batterie. Hier reden sie von sehr vielen Zyklen und zwar 800 Stück. Hier reden wir von 3000 Zyklen. Wir haben eine massive Gewichtseinsparung. Dann die Zyklen sind hier viermal höher. Und dann kommt es dazu, diese Batterie hat 150 Amperestunden. Ich sollte also nur die Hälfte rausziehen. Hier habe ich eigentlich 150 Amperestunden, die ich voll rausziehen kann. Das heißt, hier habe ich doppelt so viel Kapazität zur Verfügung wie hier. Zweitens kommt es dazu, der Innenwiderstand einer Scheel-Batterie ist natürlich viel größer als der von einer Lithium-Batterie. Das heißt, ich kann kurzfristig sehr viel Strom abgeben, wenn ich hier, da hat sich der Kunde beklagt, wenn ich hier den Wechselrichter anschließe, wirklich gut verdrahtet, nicht irgendwie Telefondrähte drin, dann nach dem dritten, vierten Kaffee geht der Wechselrichter schon in die Knie bzw. die Batterie dazu. Und das ist also bei einer Lithium-Batterie, da haben wir Spannung bis zum Ende und dann fertig. Ja, die gleichen Gehäuse, die gleichen Kisten, 1:1 austauschbar. Ich muss nichts ändern am Ladegerät. Ich muss nichts ändern am Ladebooster. Ich muss nichts ändern am Solarregler. Ich kann, muss aber nicht. Was einfach ist, wenn ich nichts ändere und ich habe die Einrichtung drin, dann kann es sein, dass der Laderegler, den kann ich vielleicht umstellen, Lithium, Scheel, ich habe auf der Scheel-Kurve eine bisschen längere Ladung als auf der Lithium-Kurve. Das Datenblatt von dieser Batterie hier, das verlinke ich euch natürlich unten drin, kommentarlos. Ja, das soll es gewesen sein, der Unterschied von den zwei Batterien im gleichen Gehäuse drin. Ich wünsche euch einen schönen Tag.